Es war ein großer Fehler. Und ich sage das ja nicht erst heute, sondern ich habe das auch damals sehr deutlich gemacht. Wenn Sie nach Erklärungen fragen, dann war es auf der einen Seite sicherlich die außenpolitische Eilbedürftigkeit der ganzen Situation. Aber innenpolitisch war der Ihnen ja bekannte Herr Schäuble einfach der Meinung, das muss alles weg. Und da er eine sehr bestimmende Rolle gespielt hat und der Herr Krause als Unterhändler der DDR ein extrem schwacher Typ war, gell? Und die Sozialdemokraten, wo wir einen großen Teil von Sympathie für eine neue gesamtdeutsche Verfassung hatten, durchaus auf der Grundlage des Grundgesetzes. Wir waren damals in der Opposition und außerdem, wenn Sie sich an den Streit aus dem Sommer 1990 erinnern, auch völlig verstritten zwischen dem Flügel Lafontaine und dem Flügel Hans-Jochen Vogel. Das waren sicher Erklärungsgründe. Und wenn Sie sich daran erinnern, das Einzige, was wir aus der DDR praktisch mit rüber retten konnten, waren die Überlegungen, die wir damals anstellten zum Paragraph 218. Auch die wollte Schäuble nicht, weil alles weg war, musste und alles schlecht war. Und da hat sich dann nur Kohl stark beeindrucken lassen, dass wir Frauen damals die Chefredakteurinnen der großen Blätter nach Berlin geholt haben und er gemerkt hat, es gibt einen Heidenkrach, wenn er das so macht. Dann hat er den Schäuble angewiesen, das anders zu machen. Leider hat er es bei der gesamtdeutschen Verfassung nicht gemacht. Ich habe den Eindruck, dass das ein großer Vorzug gewesen wäre, wenn man mit großem Nachdruck und auch Eile auf der Basis des Grundgesetzes mit Änderungen eine gesamtdeutsche Verfassung verabschiedet hätte. Man hätte das ja in der Nationalversammlung oder auch durch eine Volksabstimmung machen können. Es wäre zeitlich eng geworden, aber es wäre möglicherweise gegangen. Es hätte sehr viel Frust bei den Menschen aus der ehemaligen DDR vermeiden helfen können. Und ich kenne auch die übrigen Verfassungsentwürfe, habe da zum Teil auch heftig mitgearbeitet und habe da auch eine Reihe von Vorlesungen drüber gehalten, mache das auch weiterhin. Es sind ganz, ganz, ganz wenig Dinge daraus, gell, überhaupt in die spätere Verfassungskommission, die sogenannte gesamtdeutsche Verfassungskommission, übernommen worden, gell, die von einem ausgewiesenen Konservativen, dem Professor Scholz, und dem ehemaligen Bürgermeister Henning Foscherau, beides hochqualifizierte Juristen ohne Fragen, aber ohne Gespür dafür, dass die DDR-Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben müssen, sie haben nicht 40 Jahre umsonst gelebt. Deswegen wurde das also bürokratisch abgehandelt. Ich fand es sehr bedauerlich. Also die gesellschaftspolitische Debatte, die ist damals gescheitert, weil eben die stärkste Fraktion und deren, sagen wir mal, Leute und die Leute, die ihnen in der Öffentlichkeit gefolgt sind, die gab es ja zum großen Teil auch, das darf man nicht vergessen. Gerade die Zeitungen waren ja doch sehr stark hinter dem Kurs Kohl, weil die das nicht für richtig gehalten haben. Übrigens eine Parallele zu jetzt. Gell? Wir sind jetzt aufgrund der unglaublichen oder des unglaublichen Zeitdrucks in der Klimakrise, hier sehr schnell demokratische Entscheidungen herbeizuführen, nicht nur auf dem Energiesektor, sondern auch auf dem Verkehrssektor und Wohnen. Und in der Frage, wie wollen wir leben, müssen wir auch wieder eine gesellschaftspolitische Debatte führen. Aber Sie sehen ja wieder, es ist auch im Augenblick extrem schwer. Ich bin gespannt, ob wir es dieses Mal schaffen, wo ja die Konstellation der Mehrheiten im Bundestag ein bisschen anders sind und etwas weniger konservativ.